Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Mass Effect. Ich rede gerade mit Liara, wie ihr seht. Wollen Sie sich erkundigen, wie es mir geht, Commander? Ja, ich habe mir nämlich ein bisschen Sorgen Sie gemacht. sehen schon viel besser aus. Wie geht es Ihnen? Dr. Chakwas hat mir versichert, dass alles in Ordnung ist. Ich war beeindruckt, dass sie so viel über die Physiologie der Asari weiß. Ja, sie ist die Beste. Sie sind in guten Händen. Dr. Chakwas weiß, was sie tut. Ich habe das Gefühl, dass Sie mich etwas fragen wollen, Commander. Ja. Vielleicht sollten wir da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Genau. Sie haben mir von Ihrem Interesse für die Proteaner erzählt. Eigentlich sprach ich von meinem Interesse an Ihnen und machte mich dabei zum Narren. Ich bin den Umgang mit anderen Leuten, wie gesagt, nicht gewohnt. Insbesondere nicht mit Menschen. Als wir uns trafen, wusste ich wirklich kaum etwas über andere Spezies, Shepard. Es fiel mir schwer, die Menschen ernst zu nehmen. Ihr Volk kommt mir immer so gehetzt und nervös vor. Naja, wir leben nicht so lange. Wir genießen nicht den Luxus eines langen Lebens. Eine Asari kann 1000 Jahre leben. Wir haben Glück, wenn wir 150 werden. Das stimmt. Zuerst hielt ich das für eine Schwäche ihrer Spezies. Nachdem ich jedoch einige Zeit bei Ihnen und Ihrer Crew gelebt habe, muss ich zugeben, dass dies auch ein Vorteil sein könnte. Menschen sind Kreaturen der Tat. Sie verfolgen ihre Ziele mit einer beinahe unbeugsamen Entschlossenheit. Das ist eine bewundernswerte Eigenschaft, aber sie ist auch einschüchternd. Einschüchternd? Sie sind von uns eingeschüchtert? Leider sieht der Rest der Galaxis die Menschheit eher als eine Art Tyrann. Sie überrennen alles, was ihnen im Weg steht, um das zu bekommen, was sie wollen. Es liegt an Leuten wie uns, diese Meinung zu ändern, Shepard. Naja, ich versuch's. Ich tue mein Möglichstes, Liara. Es gibt einen Grund, dass Sie vom Rat auserwählt wurden, ein Spectre zu werden. Sie haben in Ihnen etwas Besonderes gesehen. Das Beste, das die Menschheit zu bieten hat. Ich habe mich über Sie informiert. Ich weiß, was auf Arkuse passiert ist. Die Tatsache, dass Sie überlebt haben, beweist, dass Sie bemerkenswert stark sind. Sie hätten das nicht hinter meinem Rücken machen müssen. Ich hätte Ihnen gesagt, was Sie wissen wollen. Verzeihen Sie, Commander. Nach unserer letzten Unterhaltung hatte ich Angst, erneut etwas Dummes zu sagen. Ich wollte mehr über Sie wissen, damit ich verstehe, warum Sie zu dem Mann wurden, der Sie heute sind. Sie haben etwas Überzeugendes an sich, Shepard. Das würde ich doch gern glauben. Sind Sie sicher, dass Sie sich für mich interessieren? Sind es nicht eher meine Visionen über die Proteaner? Ich gebe zu, dass Ihre Verbindung zu den Proteanern mein Interesse erst entfacht hat. Aber jetzt ist es mehr als das. Sie faszinieren mich, Shepard. Aber ich war mir nicht sicher, ob es angemessen ist, meinen Gefühlen entsprechend zu handeln. Ich dachte, dass es bereits eine Beziehung zwischen Ihnen und Chief Williams geben könnte. Ja. Ist eigentlich nichts Ernstes, oder wollen wir mit... schwierig. Schwierig, 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 weil hier entscheidet sich ja zum Teil auch, ja, mit wem wir eine Beziehung eingehen können. Ach, blau ist eine schöne Farbe. Williams und ich sind nur Freunde, mehr nicht. Dann habe ich mich geirrt. Ich bin wohl nicht so geübt darin, menschliche Beziehungen zu verstehen, wie ich gedacht habe. Aber was ist mit uns, Shepard? Ist die Anziehungskraft auf beiden Seiten vorhanden? Oder habe ich mich in der Hinsicht ebenfalls geirrt? Ich möchte, dass wir nur Freunde sind. Ich fühle mich von ihnen angezogen, sie haben sich geirrt. Naja, ein bisschen. Also, süß finde ich sie schon, ne? Nein, sie hatten recht. Da ist etwas zwischen uns. Ich wusste es. Und ich wusste, dass sie es auch spüren, aber... Kommt ihnen das nicht seltsam vor? Warum fühle ich mich ihnen so nah? Wir kennen einander doch erst seit kurzem. Wir stammen von verschiedenen Spezies ab. Wir haben so gut wie nichts gemeinsam. Das ergibt keinen Sinn. Das muss es auch nicht. Diese Dinge ergeben so gut wie nie einen Sinn. Sie geschehen einfach und dann werden wir vom Sturm mitgerissen. Bei Ihnen klingt das so chaotisch, so gefährlich. Ah, keine Angst. Ich sorge dafür, dass Sie in Sicherheit sind. Ich suche keinen Beschützer. Das ist alles ein bisschen viel. Ich bin so etwas nicht gewöhnt. Ich brauche etwas Zeit. Verstehe. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen, Liara. Ich bin hier. Ich danke Ihnen, Shepard. Lassen Sie uns vorerst über etwas anderes reden. Okay. Das hatten wir ja eigentlich alles schon. Also ich gehen muss wir jetzt mal weiter. Gehen. Reden mit dem Rest der Crew. Wiedersehen, Shepard. Offensichtlich ist auch hier noch nicht alles gesagt. Das heißt, wir könnten im Notfall uns auch noch umentscheiden. Müssen wir mal schauen. Aber...
Ganz solo will ich in diesem Let's Play ja auch nicht bleiben. Schauen wir mal. Gehört ja alles zum Spiel mit dazu. Technisch gesehen ist es ja so, als Mann kann man mit jeder Frau hier drin eine Beziehung anfangen. Und als Frau kann man auch mit dem Mann hier eine Beziehung anfangen. Und natürlich auch mit der Asari. Das geht auch. Weil die ja quasi monogeschlechtlich sind. Und quasi auch die Rolle des Mannes übernehmen können. So, wir schauen erstmal hier, der Allianz-Ausrüstungsoffizier. Brauchen Sie Vorräte? Nein, später. Danke, jetzt Kein nicht. Problem, kommen Sie gerne wieder. Ja, wir reden erstmal mit Garrus. Commander, schön Sie zu sehen. Ja, das ist schön. Sie sind schon eine Weile bei der Zitadell-Sicherheit. Haben Sie schon viel miterlebt? Nun, nicht so viel wie Sie. Aber ich habe doch schon einige interessante Dinge gesehen. Was Besonderes dabei? Das kann ich mir vorstellen. Gab es etwas Spezielles, das erwähnenswert wäre? Ich erinnere mich noch an diesen salarianischen Genetiker, gegen den ich ermittelte. Dieser Fall war ziemlich verstörend. Wieso verstörend? Was ist passiert? Warum haben Sie gegen ihn ermittelt? Ich hatte die Aufgabe, den Schwarzmarkthandel auf der Zitadell zu verfolgen. Der Großteil davon ist harmlos, nichts, was einer Untersuchung wert wäre. Aber im Verlauf meiner Nachforschungen fiel mir auf, dass der Handel mit Körperteilen zunehmend florierte, hauptsächlich mit Organen. Oha. In geringem Ausmaß ist das durchaus üblich, aber diese Häufigkeit war doch ungewöhnlich. Wir waren uns nicht sicher, ob es ein neues Schwarzmarktlabor gab oder ob ein Irrer Organe von Bürgern verkaufte. Ja. So etwas hat es auf der Zitadell schon gegeben? Ab und zu verkaufen einige Labore überschüssige Teile auf dem Schwarzmarkt. Aber die sind nicht so schlimm wie die Psychos. Ich erinnere mich noch an diesen Elcor-Diplomaten, den wir in meinem ersten Amtsjahr schnappten. Er schlitzte Leute auf und verkaufte ihre Organe. Die ganze Station war in Panik. In diesem Fall war das nicht so offensichtlich. Es stellte sich heraus, dass mehr dahinter steckte, als wir ursprünglich dachten. Und was? Wie haben Sie herausgefunden, was wirklich vor sich ging? Zuerst fanden wir eine Probe und machten einen DNS-Test. Das Seltsame war, dass der uns zu einem Turianer führte, der noch am Leben und überzeugt davon war, nie eine Leber verloren zu haben. Nach einigen Nachforschungen fand ich heraus, dass dieser Turianer kurz für Dr. Salion, den Genetiker, gearbeitet hatte. Also ging ich in sein Labor, weil ich hoffte, dort Beweise für geklonte Organe zu finden. Aber da war nichts. Keine salarianischen Herzen, keine Turianerlebern, nicht mal ein Kroganerhoden. Kroganerhoden? Sie machen Witze, oder? Was sollte denn jemand mit Kroganerhoden anfangen? Einige Kroganer glauben, dass Hodentransplantationen ihre Männlichkeit steigern. Sie wirken den Effekten des Genophage entgegen. Es nützt zwar nichts, was sie aber nicht davon abhält, sie trotzdem zu kaufen. Sie bezahlen bis zu 10.000 Credits pro Stück dafür. Das macht 40.000 für ein komplettes Set. Aua. Irgendjemand da draußen macht damit ein Vermögen. Und der Arzt? Was haben Sie wegen des Genetikers unternommen? Ich habe einige seiner Angestellten verhört. Ich wollte versuchen, sie zum Reden zu bringen. Während ich einen von ihnen befragte, stieß ich auf etwas Verdächtiges. Sie meinen bedroht. War das wirklich notwendig? Möglicherweise. Eher nicht. Es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Einer der Inhaftierten begann während der Befragung stark zu bluten. Wir wollten ihn verarzten, aber da drehte er durch. Er flippte völlig aus. Ich ordnete eine genaue Untersuchung an, um herauszufinden, was da vor sich geht. Unsere Mediziner fanden an seinem ganzen Körper zahlreiche Einschnitte. Einige waren noch nicht sehr alt. Das war der Durchbruch. Diese Leute waren nicht nur Dr. Salions Angestellte, sie waren seine Laborversuche. Umherlaufende, lebendige Laborversuche. Oha. Er ließ die Ersatzteile in diesen Leuten wachsen. Genau. Er klonte ihre Organe in ihrem eigenen Körper. Dann schnitt er sie heraus und verkaufte sie. Eklig. Die meisten Opfer waren sehr arm. Er zahlte ihnen einen kleinen Anteil des Verkaufspreises, aber nur, wenn die Organe auch gut waren. Manchmal wuchs ein Organ nicht richtig, dann ließ er es einfach drin. Die meisten von ihnen waren völlig am Ende, aber nur innen, gut versteckt, sodass es niemand sehen konnte. Hoffentlich hat er bekommen, was er verdient hat. Das ist das Schlimmste daran. Wir haben ihn nie gefasst. Was? Warum nicht? Was zum Teufel ist denn passiert? Er ist geflohen. Er sprengte sein Labor in die Luft und eilte mit einigen seiner Angestellten zum nächsten Raumdock. Als ich es herausgefunden hatte, war das Schiff bereits abgeflogen. Er drohte, seine Geiseln zu töten, wenn wir versuchen würden, ihn aufzuhalten. Aber Sie sind ihm doch gefolgt, oder?
Ich befahl der Verteidigung der Zitadelle, ihn abzuschießen. Aber das Hauptquartier der Zitadellsicherheit widerrief meinen Befehl. Sie machten sich Sorgen um die Geiseln. Sie waren besorgt wegen der zivilen Verluste, wenn das Schiff so nah an der Zitadelle abgeschossen würde. Ich sagte ihnen, dass die Geiseln so oder so dem Tod geweiht wären. Er würde sie nur benutzen, um weitere Organe zu erschaffen. Aber sie wollten mir einfach nicht zuhören. Schon eine krasse Geschichte. Also, im Grunde hat er recht. Das Risiko war viel zu groß. Man verfolgt das Schiff und legt es dann lahm. Das ist der beste Weg. Sie haben ihm das Militär hinterhergeschickt. Aber er ist trotzdem entkommen. Ja, das haben sie. Ich ging zu Palin und erzählte ihm, was ich von ihm und seiner Politik hielt. Er sagte, wenn mir das nicht passt, soll ich ihm kündigen. Und das hätte ich auch beinahe getan. Sie hätten dieses Schiff doch bloß lahmlegen müssen. Dann hätte er nicht mehr weggekonnt. Vielleicht sterben die Geiseln dabei, vielleicht aber auch nicht. Doch zumindest hätten wir den Bastard so aufhalten können. Es ist in jedem Fall eine schwere Entscheidung. Ich kann beide Seiten irgendwie verstehen, aber was geschehen ist, ist geschehen. Sieht ganz so aus. Ich kann jetzt keine Zeit mehr damit vergeuden, darüber nachzudenken. Ich wünschte nur, ich hätte ihn aufhalten können. Das ist alles. Ja. Wissen Sie, was aus Dr. Saleon geworden ist? Ich habe ab und zu meine Fühler ausgestreckt und gehofft, etwas herauszufinden. Vor einer Weile glaubte ich, ihn gefunden zu haben. Er hatte ein anderes Schiff und seinen Namen in Dr. Hart geändert, was er wohl sehr witzig findet. Ich erzählte es dem Militär, aber sie waren nicht davon überzeugt, dass er es wirklich ist. Ich habe die Transponderfrequenz seines neuen Schiffs, aber niemand will sich der Sache annehmen. Ah, geben Sie her. Ich überprüfe die Koordinaten, sobald ich dazu komme. Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen würden. Aber Commander, nehmen Sie mich mit, wenn Sie losfliegen. Wenn es wirklich Saleon ist, will ich dabei sein, wenn Sie ihn finden. Da habe ich kein Problem mit. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Gucken wir mal. Rex, Liara, Ashley. Oh, warte mal. Fangen wir mal an. Du hast gesagt, du dienst jetzt unter Shepard? Der war neulich in den Nachrichten. Ziemlich schnuckelig. Bis später, Schwesterchen. Sag mir, dass du das nicht gehört hast. Tut mir leid. Das habe ich leider. Oh, verdammt. Eine meiner Schwestern. Das ist Sarah. Sie ist die Jüngste. Ich bin überrascht, sie hier zu sehen. Ich dachte, sie wären bei... Wie war doch gleich ihr Name? Zoni? Liara? Wie kommen Sie denn auf die Idee? Laut der Gerüchteküche stehen sie auf sie. Ich kann mir auch denken, warum. Aufgrund der Vorschriften in Bezug auf die Verbrüderung fällt die Crew ja wohl flach. Und sie sieht zumindest aus wie eine Frau. Denken Sie, ich würde mich nur für Liara interessieren, weil sie die Einzige ist, mit der ich mich treffen darf? Sie sind also an ihr interessiert. Natürlich, das ist doch alles Politik. Die Tochter einer Alien-Diplomatin. Haben wir jetzt den Befehl, uns mit den Käferaugenmonstern anzufreunden? Was liegt an? Sie sind doch nicht hier, um sich meine Privatgespräche anzuhören. Ihre Familie scheint Ihnen sehr wichtig zu sein. Ja, wir haben uns schon immer sehr nahe gestanden. Besonders meine Schwestern und ich. Da mein Vater so oft weg war, half ich meiner Mutter, sie aufzuziehen. Sie haben Glück, so enge Familienbeziehungen zu haben. Tut mir leid. Ich hatte die Situation Ihrer Familie fast vergessen. Bleiben Sie locker, Williams. Ich komme damit klar. Bitten Sie mich, einen Bunker voller bewaffneter Feinde zu befrieden. Kein Problem. Aber solche Fettnäpfchen, mit denen kann ich nicht so gut umgehen. Zwischen Sarah und mir hat es eine Weile lang ziemlich gekriselt. Dann haben wir uns vertragen. Klingt ziemlich interessant. Möchten Sie es mir erzählen? Sarah hatte einen Freund, der die Sache schneller angehen wollte als sie. Mike. Sie hielt ihn für keinen üblen Kerl. Er setzte sie aber unter Druck. Lynn schickte mir diese besorgten Videonachrichten. Und ich sagte ihr, sie solle sich beruhigen. Was denn für Videonachrichten? Wo waren Sie, als das alles passierte? Ich war im aktiven Dienst. Sarah machte in dem Jahr ihren Schulabschluss. Das ist alles erst einige Jahre her. Sie waren auf Amaterasu. Ich war damals auf Charnobok stationiert. Ist derselbe Cluster, aber ein Dutzend Lichtjahre entfernt. Nah genug, um regelmäßig miteinander zu reden, aber zu weit weg, um im Notfall schnell hinfliegen zu können. Ich konnte mir keinen schnellen Flug leisten. Würde er sie wirklich mögen, dann würde er sie auch nicht drängen. So sehe ich das auch. Ja, yeah. Wenn er überhaupt nicht gefragt hätte, hätte ich nämlich überlegt, ob er Sarah vielleicht hässlich finden würde. Tja, wie man's macht, macht man's falsch.
Mike hatte mit ihr einen romantischen Spaziergang im Wald gemacht. Er war nämlich der Ansicht, es wäre Zeit, dass sie es endlich tun. Also schleuderte sie Mike in den nächstbesten Baum und rannte weg. Sie hatte nicht mal einen Kratzer. Gut, dass unsere Eltern uns alle Selbstverteidigung gelehrt haben. Ich ließ mich ein paar Tage beurlauben und brachte Sarah zur Schule. Oh, nett von Ihnen. Sie sind den ganzen Weg nach Hause geflogen, nur um Ihre Schwester zur Schule zu bringen. Es war nur ein Dutzend Lichtjahre. In etwa eine Tagesreise. Es war ja nicht so, als ob ich zur Erde gemusst hätte. An meinem letzten Tag dort hat Mike auf uns gewartet. Sarah hat es ihren Freunden erzählt. Daher wusste in der Schule jeder, was er getan hatte. Er war nicht sehr glücklich darüber. Ich hätte ihn am liebsten in der Luft zerrissen. Aber Sarah blickte mich auf diese ganz bestimmte Weise an. Diese, lass mich das erledigen, ich muss das allein machen, Weise. Sie blieb ganz cool, als er sie anschrie. Sie ließ ihn einfach gewähren. Dann versuchte er, sie zu schlagen. Ich schwöre Ihnen, sie flog nur so um ihn herum. Dann lag er auch schon mit dem Gesicht nach unten auf dem Bürgersteig und alles war voller Blut. Au, 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 au. Ja, selber schuld. Man schlägt keine Frauen. Das ist unglaublich. Sarah muss ebenso gut sein wie sie. Sie ist besser. Ich schlage im Grunde genommen immer nur geradeaus. Als er ausholt, war sie... Da war sie schon gar nicht mehr da. Und er fiel hin. Sie half ihm, die Blutung zu stoppen und ließ mich einen Krankenwagen rufen. Sie sagte den Sanitätern, er wäre hingefallen. Bevor man ihn ins Krankenhaus brachte, berührte Mike Sarahs Arm. Ich dachte schon, er würde gleich wieder am Boden liegen. Aber er ließ den Kopf hängen und flüsterte, es tut mir leid. Und dann fing er an zu weinen. Und sie nahm ihn in den Arm. Wir Williams-Frauen sind ziemlich entschlossen, Commander. Wenn wir bereit sind, tun wir die Dinge einfach. Nicht früher und nicht später. Höchst interessante Geschichte. Ihre Schwester ist schon was Besonderes. Aber Sie haben Ihren Vater noch gar nicht erwähnt. War er nicht da? Mein Vater wollte immer im All dienen. Doch er bestand darauf, dass wir richtigen Boden unter den Füßen haben. Er sagte, der Weltraum ist schön, aber man kann dort keine Familie gründen. Ich kann nicht rasten vom Reisen. Ich will das Leben trinken, bis zum letzten Tropfen. Ich habe es jederzeit sehr genossen, habe sehr gelitten. Sowohl mit denen, die mich liebten, als auch allein. Denn ständig umherziehend mit hungrigem Herzen habe ich viel gesehen und kennengelernt. Städte der Menschen und Gebräuche, Klimazonen, Ratschlüsse, Regierungen. Sie lesen Poesie, schönes Gedicht. Tennyson, nicht wahr? Ich hätte nie gedacht, dass Sie Poesie zitieren. Nur weil ich Ihnen aus 100 Metern Entfernung zwischen die Augen schießen kann, heißt das noch lange nicht, dass ich sowas nicht lese. Aber sagen Sie es nicht weiter. Ulysses war das Lieblingsgedicht meines Vaters. Jedes Mal, wenn er wieder weg musste, ließ er es mich vorher auf Band sprechen. Am Ende hat er bestimmt ein Dutzend Versionen. Mag er es heute auch noch? Das hoffe ich. Ich lese es immer laut an seinem Grab, wenn ich nach Hause komme. Mein Vater ist vor einigen Jahren gestorben. Aber er wacht bestimmt immer noch über uns. Also, benehmen Sie sich. Ja, mache ich auf jeden Fall. Sie meinen von dem Ort aus, an dem wir uns nach unserem Tod aufhalten? Genau, Skipper. Er ist jetzt bei Gott. Sie haben doch kein Problem damit, oder? Dass ich an Gott glaube. Natürlich nicht. Ich selbst glaube nicht an Gott, aber habe auch kein Problem damit, wenn es andere tun. Jeder hat das Recht zu glauben, an was er will. Das steht auch in der Charta der Allianz, Ganz genau. In schöneren Worten. Ich bin froh, dass Sie in der Beziehung aufgeschlossen sind. Mir sind schon viele Leute begegnet, die mit meinem Glauben nichts anfangen konnten. Kann ich nicht an eine höhere Macht glauben, nur weil ich im All arbeite? Mann, hallo? Haben diese Leute denn noch nie aus dem Fenster gesehen? Wie kann man sich diese Galaxis ansehen und nicht an irgendetwas glauben? Ich sollte lieber wieder an die Arbeit gehen. Ich wollte Sie auch gar nicht so lange aufhalten, Commander. Kein Problem. Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Man muss diese Kolonisten irgendwie bewundern. Das ist der schlimmste Platz für eine Kolonie, den ich je gesehen habe. Angesichts der Aussicht würde ich zusehen, dass ich verschwinde. Ja. Wir unterhalten uns später, Williams. Genau, ich verschwinde jetzt nämlich auch. Ich freue mich schon darauf, Skipper. Das ist schön. Wir sollten jetzt aber auch erstmal die Folge unterbrechen. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal, dann reden wir mit den Restleuten. Bis dann. Tschüss.